gelandet. So ein Mist. Nein, Sie können nichts dafür. Wohl ein bisschen zuverlässiger könnten Sie mit Ihren Verspätungen schon sein. Bitte? Ob Sie einen Ausruf machen sollen? Nein, es soll eine Überraschung werden. Ja, danke. Ja, geht das denn hier mal weiter? Ja, glatt über den Weg hier. Wolltest du mich abholen? Nee, ich komme aus Paris, von Elke. Wenn es Zufälle gibt. Ja. Los, komm, das müssen wir begießen. Lass uns lieber nach oben gehen, das ist gemütlicher. Okay. Schön, dass du wieder da bist, wo Thomas uns jetzt verlassen hat. Was? Ja, ja, der ist Hals über Kopf nach unten zu seiner Familie. Du weißt ja, Ute muss die kranke Mutter pflegen und er allein mit den Kindern. Die sind einfach mit all dem nicht mehr zurechtgekommen. Das glaube ich jetzt nicht. Ist aber so, leider. Da oben, ja? Ja. Ist das wirklich kein Joke mit Thomas? Nee. Mann, verdammt. So. Aber jetzt erzähl mal, hast du einen guten Flug gehabt? Ja, ging so. Auf den Schreck muss ich erstmal was trinken. Prost. Prost. So, aber jetzt erzähl mal von deiner Reise. Erzähl das du. Och, bei mir gab's nichts Besonderes. Komm, nun zier dich nicht. Naja, das war jetzt schon mein 4. Wochenendtrip zu Elke und... Du musst doch jetzt nicht schlapp machen, hm? Na komm, dein Anton war schon nach 14 Tagen wieder da. Hat Wolke irgendwie was erzählt? Nö, nur dass Anton schon zurück ist, ohne dich. Dann wollen wir es auch dabei belassen, okay? Wie du willst. Ich glaube nicht, dass das zwischen mir und Elke noch lange hält. Was? Wieso? Liegt es an Elke? Ich weiß doch gar nicht, was sie die ganze Woche so treibt. Das ist ja wieder typisch, Mann. Sie arbeitet bei der Flugüberwachung bei Eurocontrol. Schon vergessen? Ha, ha, ha. Bist du eifersüchtig, oder was? Nein, jetzt quetsch mich nicht so aus. Wie du willst. Aber nur erzähl mal. Wie seid ihr denn ohne mich wahrscheinlich überhaupt nicht zurechtgekommen? Hm? Ach, eigentlich lief es sehr gut. Obwohl du ja weißt, du bist unersetzbar. Du bist ein Scheusal. Obwohl, manchmal tut es wirklich ganz gut, wenn man sowas hört. Chin Chin. Chin Chin. Fahr weiter. Was? Du sollst weiterfahren. Ich möchte Anton jetzt nicht begegnen. Wo soll ich dich hinfahren? Fahr einfach einmal ums Karree und halt an der nächsten Ecke. Wir fahren zu mir. Ich meine zu uns natürlich. Nein. Doch, du hast dort 4 Wochen gefehlt. Jetzt kommst du eben Tag früher zurück. Ich mache mich lächerlich, nicht wahr? Ach, Quatsch. Die lange Flugzeit. Anton und ich, wir passen einfach nicht zusammen. Wahrscheinlich bin ich fürs Zusammenleben nicht geschaffen. Letztlich geht's mir nicht anders als dir. Du, Alex. Ich würde jetzt doch gern auf dein Angebot zurückkommen. Was? Ich komme dem Scheißding nicht zurecht. Die lässt Luft. Mhm, verstehe. Naja. Dann komm. Gut, ich weiß. Ich hab's dir ja vorhin angeboten. Und für dich verzichte ich gerne. Danke. Du bist ein Schatz. Ich weiß. Gute Nacht. Gute Nacht.
wieder der Anlasser? Nee. Ah. Wenn mir nicht alles täuscht, bist du der Neue. Na klasse. Der Kandidat hat alle Punkte. Thorsten Biedenstedt. Abkommandiert zu den besten Rettungsfliegern der Welt. So mein Chef. Kluger Mann, dein Chef. Jan Wolke, BT. Hey. Kannst mich aber Wolke nennen. Machen alle hier. Wolke. Na, man kann sich ja seinen Namen nicht aussuchen, oder? Hast du was gegen meinen Namen? Nee, ich hatte mir nur gerade vorgestellt, wenn du dich über Funk meldest. Wolke erbittet Landeerlaubnis. Ha, ha, ha. Selten so gelacht. Hast noch mehr so auf Lager? Wenn ich mir Mühe gebe. Na, dann gib dir mal Mühe. Hey, du weißt doch, Mühe allein genügt nicht. Nicht mal in der Fliegerei. Es kommt schon aufs richtige Feeling an. Feeling? Na, das kann ja heiter werden. Das heißt, ich kann dich jetzt jedes Mal fragen, welches Feeling du beim Einsatz hast. Okay, ich hab's nicht so gemeint. Oh, sind die für mich? Blumen, mein Lieber, muss man sich erst verdienen. Ja. Das kann wirklich heiter werden. Hey! Hallo, Wolke. Mensch, Maren. Schön, dass ich euch alle wieder hab. Ach, freut mich auch. Und? Wie geht's Iris? Was macht die Schwangerschaft? Danke, danke. Ihr geht's großartig. Naja, zuerst dachten wir, es wird eine Frühgeburt, aber jetzt geht's ihr wieder gut. Schön. Sag mal, ich hab dich gar nicht kommen sehen. Du kannst deine Augen ja auch nicht überall haben. Wie darf ich das denn verstehen? Dass ich auf gar keinen Fall über mein Privatleben mit dir reden möchte. Weder über meinen Urlaub, noch über deinen Bruder. Du, Maren? Ah, Wolke auch schon da. Da ist nichts defekt. Das Ventil war nur verquer. Das ist alles viel prosaischer, als du denkst. Wieso? Ich hab doch gar nichts gesagt. Reine Prophylaxe, damit du jetzt gar nicht auf dumme Gedanken kommst, Capito? Mit Mühe, Chef. Haben wir da nicht was vergessen? Unser Willkommensgruß. Ach Mensch, ja, ihr bringt mich ja völlig vom Kurs ab. Aber eigentlich wollte ich ja noch eine Girlande an die Tür. Aber naja, das muss jetzt auch ohne. Also, liebe Maren, wir haben dich wirklich sehr vermisst. Stimmt's, Alex? Lass deine Rettungsflieger nie wieder so lange alleine. Herzlich willkommen an Bord. Ihr seid so süß. Danke. Die Blumen brauchen Wasser. Ach, übrigens, Maren. Unser neuer Mann ist schon da. Scheint ja ein Prachtexemplar zu sein. Der ist schon da? Ja. Wie heißt er denn? Biedenstedt. Thorsten. Biedenstedt? Biedenstedt? Roman! Ja? Herr Hauptmann? Morgen! Frau Doktor, alles gut und glücklich? Ja, ja, alles bestens. Das ist schön. Wissen Sie, wo Oberstarzt Käffi steckt? Er hat gerade angerufen. Er will in circa 10 Minuten hier sein, um Sie dann mit Ihrem neuen Assistenten bekannt zu machen. Oh, oh. Dann werde ich mich mal lieber in Schale schmeißen. Gute Idee, Wolke, sonst fällt es noch unangenehm auf. Na, anschauen darf man ihn sicher vielleicht schon mal. Hm? Ich hätte es fast vergessen, Frau Doktor. Was soll ich Ihnen von Thomas geben? Ich sollte ihn auf keinen Fall knicken. Oh, das hebe ich mir dann für später auf. Jetzt schaue ich mir erstmal meinen neuen Assi an. Ich werde mal. Frau Stabsarzt, Feldwebel Biedenstedt meldet sich zum Dienst. Bei uns geht's nicht so förmlich zu. Maybach, Maren Maybach. Herzlich willkommen und auf gute Zusammenarbeit. Ich freue mich. Ich auch. Biedenstedt, sind Sie irgendwie verwandt mit Professor Biedenstedt? Ist mein Vater. Echt? Ein toller Chirurg. Hm. Ich hatte auch Vorlesung bei ihm. Für uns Studenten war eine Offenbarung. Ja, ich weiß. Ja, aber reden wir nicht von Ihrem Vater, reden wir von Ihnen. Da gibt's nicht viel zu sagen. Im Gegensatz zu meinem Alten habe ich meine Karriere noch vor mir. Du hast wunderschöne Haare. Das kann ich doch alleine. Holt Sebastian dich wieder ab? Muss gleich da sein. Finde ich sehr anständig von ihm. Was meinst du? Na, wie er sich dir gegenüber verhält. Du dachtest wohl... Naja, weißt du,
Man weiß ja, wie sich bestimmte Männer in derartigen Situationen verhalten können. Sebastian ist nicht so. Hoffen wir es. Mama, wir lieben uns. Du, ich habe mich erkundigt. Man kann auch als Behinderte ein Kind adoptieren. Wer hat dir denn das erzählt? Es gibt da einen Selbsthilfeverein, wo ich mich angemeldet habe. Ach, du gehst ja ran. Natürlich ist es noch besser, wenn man dazu eine intakte Familie vorweisen kann. Natürlich. Hast du was? Nee, wieso? Komm doch das nächste Mal mit. Die Partner sind dort sehr willkommen. Natürlich bringe ich dich hin. Du sollst mich nicht bringen, du sollst mitkommen. Ja, habe ich ja verstanden. Was ist los? Du hast doch was. Ich wollte eigentlich was mit dir besprechen. Dann los. Sag schon. Das ein andermal, ja? Ich fahre nicht weiter, wenn du nicht den Mund aufmachst. Ich bin seit gestern immatrikuliert. Und so eine freudige Botschaft willst du mir vorenthalten? In Berlin. Du willst nach Berlin? Das ist mit Abstand die beste Uni in meinem Fach. Wann? Zum kommenden Semester. Du willst weg von hier. Weg von mir. So ein Quatsch. Wir werden uns nur nicht mehr so häufig sehen. Eine Zeit lang. Bis sich alles eingespielt hat. Eine Zeit lang. Du willst mich verlassen. Ach, was redest du denn da? Ich rede, was du denkst. Meine Mutter hat nämlich auch schon so gedacht. Was soll ein Mann wie du mit solch einem Krüppel? Aber ich lieb dich doch. Du liebst die Susanne, die ich vorher war. Das stimmt doch nicht. Ich... Liebe Maren, glaube mir bitte, dass es mir nicht leicht fällt, mich von euch zu trennen. Du und die beiden Himmelstürmer werden mir fehlen. Es war eine sehr schöne Zeit und ich möchte sie nicht missen. Aber sicherlich verstehst du, dass mir meine Frau und meine Kinder noch wichtiger sind, mit denen ich mein ganzes Leben teilen möchte und die ich unbedingt brauche. Meine Ute ist ein solcher Mensch für mich. Und ich wünsche dir, dass du eines Tages auch einen Menschen finden wirst, den du liebst. Der Chef ist da. Hast du was? Schau mal. Das ist sehr lieb. Na los, du weißt doch, Chefs warten nicht gern. Ja, ja, ich komm schon. Ah, da sind Sie ja endlich. Gut erholt und wieder voll einsatzfähig, wie ich hoffe. Ich melde mich aus dem Urlaub zurück, Herr Oberstarzt. Das ist schon gut, Frau Kollegin. Wie ich höre, haben Sie sich mit Ihrem neuen Kollegen schon bekannt gemacht. Naja, dann wünsche ich allseits eine gute Zusammenarbeit. Ich bin überzeugt, dass Biedenstedt Ihren Obermat Asmus voll ersetzen wird, jedenfalls. Hat er seine Ausbildung mit besten Ergebnissen absolviert. Na gut, in puncto Rettungshubschrauber ist er noch ein relatives Greenhorn. Aber Sie sind ja gute Lehrmeister. Richtig. Praxis ist das Kriterium der Rettungsfliegerei. Also, ich wünsche Ihnen einen guten gemeinsamen Start. Hals- und Beinbruch. Roman? Ja. Ich habe euch übrigens was mitgebracht aus Thailand. Ich dachte mir, kleine Geschenke, die erhalten die Freundschaft. Danke. Dankeschön. Das hier war eigentlich für Tommy. Naja, ich werde es ihm schicken. Also dann nochmal herzlich willkommen. Danke. Schau mal, die sehen ja richtig nie wieder. Ja, nur erzählt doch mal. Wie erging es euch denn so mit eurem Männerquartett? War bestimmt mal ganz angenehm, so ohne Frau an Bord, hm? Ja, da musst du Alex fragen. Wieso mich? Nun spannt mich nicht auf die Folter. Ich weiß, Henning hat auch so seine Eigenheiten. Och, das lief alles ganz gut, nur dass Dr. Henning Ilona hieß, also Frau Dr. Ilona Müller. Eine Frau, aha. Also, die wichtigen Dinge erfährt man hier entweder zu spät oder gar nicht. Was habe ich gesagt? Feeling. Du meinst Timing, ne? Ja, oder so. Warum machst du es mir denn so schwer? Das ist die Chance. Ich muss doch die Zukunft planen und Berlin liegt quasi vor der Haustür. Mit unserer Beziehung hat das gar nichts zu tun. Ich hab's gewusst. Dumm von mir, davon anzufangen.
Okay, dann werde ich mir eben hier in Hamburg irgendein Scheißstudienfach suchen. Ist doch vollkommen egal. Quatsch. Natürlich gehst du nach Berlin. Abi mit Auszeichnung. Und dann irgendein Scheißstudium. Du hast recht. Wir müssen an die Zukunft denken. Echt? Du bist klasse. Da werden Tim und Tatjana Augen machen. Die dachten, du lässt mich nicht. Okay, wollen wir da oben noch ein Eis essen? Da muss ich aber los, die warten auf mich. Danke, kein Appetit. Du kannst schon gehen, ich will noch ein bisschen hierbleiben. Soll ich dich nicht noch nach Hause bringen? Nein, ich möchte noch ein bisschen bleiben. Es war ein schöner Tag. Okay. Runter. Personen sind noch im Wasser. Wir haben genügend Platz. Geh noch 5 vor, dann passt's. Okay. Biedenstedt, hinten alles in Ordnung? Gut. Kein Hindernis. Am besten, Sie verlassen den Anleger. Ganz ruhig bleiben. Es dauert nur noch einen Augenblick. Den Kopf. Okay. Okay. Ja, ich hoffe, Sie haben früh. Gut. Komm her. Hoch, Vorsicht. Schlauch. Da hat viel geschluckt. Pass dich mal an. Ja? Die Decke bitte. So. Mami! Ja, komme. Atmung ist stabil, aber wir werden zur Sicherheit intubieren. 14 Hypno und 4 Norg. Nimmst du? Ja. Fünfer Tubus? Ja. Das muss aber schneller gehen. Wolke die Trage. Das
Sie sagen also, sie ist von allein ins Wasser gestürzt. Keine Ahnung, die haben da so gestritten. Sie haben gestritten. Mit wem hat sie gestritten? Mit so einem jungen Mann, der... Einem Mann also. Und wo ist dieser Mann jetzt? Mann, keine Ahnung, er ist halt weggegangen, okay? Okay. Ich komme hier im Moment allein zurecht. Schau mal, was da los ist. Ich sehe gleich nach ihr. So, jetzt stellen wir das Interview aber mal ein. Sie sehen doch, dass sie völlig erschöpft ist. Das müssen Sie schon mir überlassen. Ja, sonst gern, aber in dem Fall nicht. Was sie jetzt braucht, ist medizinische Betreuung und vor allem Ruhe. Schließlich hat sie gerade einem Mädchen das Leben gerettet. Vielleicht können Sie uns helfen. Toll, dann schlag ich für eine Medaille vor. Hast du irgendwelche Beschwerden? Nee, mir ist nur so kalt. Ganz schön fickrig, unser Neuer. Macht am ersten Tag auch nicht anders. Und? Was ist mit ihr? Naja, sie wird's überleben. Sie kann sich bei dir bedanken. Als der Junge weggerannt ist, da war sie plötzlich auch verschwunden. Im Wasser. Vielleicht, weil er sie verlassen hat. So, wir können. Auf drei. Eins, zwei, drei. Hallo. Mein Name ist Maybach, ich bin die Notärztin. Sie haben da eine heldenhafte Leistung vollbracht, aber Sie scheinen reichlich unterkühlt. Ich glaube, das sind nur die Nerven, der Schock. Wir bringen Sie jetzt zum gründlichen Check-up ins Krankenhaus. Und geben Sie Ihrem Rettungswagen gleich Sauerstoff. Das ist gut. Vorsicht. Sie machen mich ja ganz schwindelig. So wie Sie, Greta, muss die göttliche Garde getanzt haben. Oh, Hermann, Sie sind ein alter Charmeur. Ich heiße Greta Paulsen und bin keine Filmdiva. Ich gebe zu, für meine Mutter, da war die Gabo der Inbegriff von Liebe und Schönheit. Und deshalb nannte sie mich... Greta. Ja? Glauben Sie mir, Greta, mit Ihnen könnte ich bis ans Ende der Welt tanzen. Hermann, Sie gestatten doch. Gnädige Frau Dentwart hat Sie mir versprochen. Ja. Wie oft waren Sie die Ballkönigin, gnädigste? Nein, lassen Sie mich raten. 10 Mal? 15? Ach, was bestimmt Ihr ganzes Leben? Ach, Dietrich, Sie glauben doch nicht, dass man mit 30 oder 40 noch Ballkönigin wird. Sie schon, ja? Ja. Ja, auch mit 70 noch. Oh. Jedenfalls bei mir. Gut, dass wir so schnell vor Ort waren. Für das Mädchen war es schon ziemlich kritisch. Aber ich glaube, jetzt packt sie's. Sie kann sich bei der kleinen Eisverkäuferin bedanken. Und im Übrigen auch bei Ihnen. Naja, ich habe ja gar nichts weiter gemacht. Ja, aber das nächste Mal stimmen wir uns vorher ab, wie wir einen Einsatz machen. Hm? Ja, ich war einfach im Rettungsfieber. Schon okay, wir müssen es doch erstmal einspielen. Mann, Sie sind ja ganz schön nass geworden. Mhm. Ich glaube, da findet erstmal ein Wäschetausch statt, bevor wir wieder einsatzfähig sind. Na, im Winter wäre es schlimmer gewesen. Und wenn es nun gar kein reiner Unfall war? Wie bitte? Vielleicht war es gar kein Unfall. Ja, und was dann? Ein Suizidversuch. Ein Selbstmordversuch? Die Antonia hat gesehen, dass es einen Streit gegeben hat. Mit einem jungen Mann, vielleicht ihrem Freund, der danach weggegangen ist. Und dann soll das Mädchen plötzlich ins Wasser gefallen sein? Und wieso weiß ich davon nichts? Wie kann dem Mädchen später richtig geholfen werden, wenn wir nichts davon wissen? Ja, Sie haben ja recht. Aber vielleicht sind es auch nur Vermutungen. Vermutung hin, Vermutung her. In Zukunft möchte ich, dass Sie mir solche wichtigen Dinge sofort sagen, klar? Ja. So, und jetzt gehen Sie schon vor, ich sag drinnen Bescheid. Na? Alles bestens? Genau, alles bestens. Sah aber nicht so aus. Ich meine, vom Feeling her.
Leck mich doch. Hast du was gesagt? Hast du was gehört? Hey, ihr beiden. Hier wird weder gemotzt noch gemobbt, klar? Sieht aus wie eingeschifft. Ja, willst du mal schnuppern? Schluss jetzt! Wo ist Maren? Ich hatte was vergessen. Sie richtet es gerade. Tommy? Entschuldigen Sie, ich wollte Obermatt Asmus sprechen. Ach so, verstehe, im Einsatz. Könnten Sie ihm bitte ausrichten, dass Maren Maybach angerufen hat? Ja, genau, die Notärztin. Mhm. Sagen Sie ihm bitte, ich melde mich wieder. Gut, vielen Dank. Tschüss. Sag mal, Alex, kannst du dir eigentlich vorstellen, worüber sich die beiden vorhin gestritten haben? Ich finde es in Ordnung, dass Maren das unter vier Augen klärt. Mensch, wieso behandelt ihr ihn alle wie ein rohes Ei? Komm, jetzt wird kein Blech, ja? Maren verhält sich einfach kollegial. Ach, soll das etwa heißen, ich verhalte mich unkollegial? Kommt dir das nicht irgendwie bekannt vor? Hm? Deine erste Zeit mit Thomas, da hattet ihr auch ständig Zoff. Ja, aber das lag an Thomas. Das kann sein. Aber jetzt bist du es, der mobbt. Fuge-8-Sicherung kontrolliert? Ja, ja. Mensch, du weißt ja gar nicht, wie sehr ich schuften musste, um Rettungsflieger zu werden. Und dann kommt so ein junger Schnösel daher und dem fliegt einfach alles zu. Aber an unseren Thomas kommt der nie ran. Mensch, Wolke, der Junge ist noch den ganzen Tag da. Jetzt übertreibt man nicht so. Hm? Was ist denn wirklich los mit dir? Raus mit der Sprache. Ich habe ziemlich viel Stress. Iris und ich, wir zanken uns dauernd. Weißt du, ich mache mir Sorgen um das Baby und sie... Sie schont sich einfach zu wenig. Eigentlich sollte doch eine Schwangerschaft ein freudiges Ereignis sein. Was weiß denn ein Junggeselle davon, der eine Wochenendbeziehung führt? Das sagst gerade du? Alles schon vergessen, hm? Die Zeit, als Iris noch in Köln-Bonn stationiert war. Naja, wenn du Frust hast, dann lauf mal ein paar Runden. So wie du. Genau. Ich laufe und laufe, laufe, weil es mir Spaß macht. Und nicht wegen Elke. Übrigens am 20. beim Hanse-Marathon bin ich dabei. Nee. Mhm. Na, da hast du ja was vorgenommen. Greta. Greta. Greta, was ist mit dir dann? Heb dir den Kopf hoch, den Kopf. Nein, besser nicht. Aber sie verschluckt sich doch. Flach muss sie liegen, flach. Stören Sie mich nicht, Sie verdammter Kerl. Wenn Sie nicht so wild mit ihr herumgetanzt hätte. Ich, wer musste denn unbedingt Polka tanzen wie ein Verrückter? Wenn Sie sie noch einmal anrühren, dann... Was tun Sie da? Wir müssen sie beatmen. Sie werden sie nicht anrühren. Das lassen Sie mich. Aber meine Herren, etwas mehr Kontinenz, bitte. Der Rettungsdienst ist schon unterwegs, bis er eintrifft. Herrscht hier Ruhe und Friede. Treten Sie alle einen Schritt zurück. Und Sie bitte auch. Schaut mal, ist das nicht süß? Das hat Tommys Nina gemacht. Na, mit Nadel und Faden scheinst du ja umgehen zu können. Aber ist ja auch kein Wunder, bei einem Vater, der Chirurg ist. Mhm. Und wenn du willst, schneide ich dir auch mal die Haare. Mit Messer und Schere kann ich nämlich auch umgehen. Ich lehne dankend ab. Rettungszentrum Hauptfeldwolke, guten Tag. Ach, du bist's. Ja, die ist da. Ja, kleinen Moment, ich gebe sie dir. Tommy? Anton. Sag, dass ich nicht da bin.
Mensch, du kannst ihm nicht ewig ausweichen. Bitte. Sag, ich ruf später zurück. Anton? Maren kann jetzt nicht. Aber sie ruft dich später zurück. Weiß ich nicht. Ende. Danke. Einsatz! So, wir fliegen jetzt erstmal Richtung Norden. Circa 25 Meilen. Seniorenresidenz. Bei der Hitze kein Wunder. Kennt einer von euch das Altersheim? Kann man da landen? Na, wir können ja schlecht oben bleiben. Schlaues Kerlchen. So, Alex, jetzt musst du erstmal rechts rum Richtung 2 Uhr halten. Okay, here we go. Vielleicht die Hitze und der Sekt. Mhm. Gut, dass Sie so umsichtig gehandelt haben. Wie heißt sie? Greta Garbo. Ach, Quatsch. Greta Paulsen. Hallo, Frau Paulsen. Können Sie mich hören? Hallo. Wir müssen Sie ganz vorsichtig umdrehen. Gut. Vorsichtig. Wenn sich, so macht man das. So. Das habe ich Ihnen doch gesagt. Thorsten? Gib ihr 4 Liter Sauerstoff. Sie hat ein starkes Herz. Sie wird es brauchen. Ich wird sie wieder. Aber dann gehen Sie behutsamer mit ihr um. Na, Sie aber auch. Habe ich was anderes gesagt? Und dann respektieren wir Ihre Entscheidung. Als endgültige. Abgemacht. Ein Mann, ein Wort. Reichlich exekutiert zu sein. Zustand nach Marathontanz. Ja, und den Flüssigkeitsverlust hat sie durch Alkohol zu kompensieren versucht. Was ist denn hier los? Wo ist denn Hermann und Dietrich? Sie sind hier im Krankenhaus, Frau Paulsen. Ihre Tänzer werden Sie sicherlich bald besuchen. Sie drücken Ihnen ganz fest die Daumen. Na, denen werde ich was erzählen. Wir haben noch heute früh 2 Mädchen eingeliefert. Der Wasserunfall. Ja, die Retterin ist schon nach Hause. Und das andere Mädchen liegt zur Beobachtung auf der Intensiv. Entschuldigung, aber ich muss. Danke. Blutzucker 140. Mhm. Kann ich mal für 5 Minuten? Ja, aber wenn was ist, nimmst du die Beine in die Hand, hm? Ich wollte mich nur erkundigen, wie es dir geht. Thorsten, der Rettungsassistent, der dich aus dem Wasser geholt hat. Das heißt, wenn die Antonia nicht gewesen wäre... Antonia? Das Mädchen, das dich wirklich gerettet hat. Wie heißt du? Susanne. Schöner Name. Darf ich dich was fragen, Susanne? Wenn es sein muss. Seit wann bist du...
Querschnittsgelähmt. Seit 399 Tagen. Ich war baden mit meinem Freund. Dann bin ich in den See gesprungen. Da lag ein altes Motorrad. Seitdem ist nichts mehr, wie es mal war. Und dein Freund? Was soll er denn mit einem Krüppel? Das sind Schweine. Hey, nicht alle. Wie konntest du vom Anlegesteg ins Wasser fallen? Ein Unfall. Ich habe die Balance verloren. Das glaube ich dir nicht. Warum sollte ich lügen? Zumindest machst du dir was vor. Inwiefern? Du kannst nichts mehr von dem machen, was du immer wolltest. Und dein Freund ist abgehauen. Hat dich verlassen. Da kann man schon verzweifeln. Vielleicht wolltest du dich aber auch an ihm rächen. So ein Quatsch. Ihn bestrafen. Dass er sich schuldig fühlt. Sie haben wohl Psychologie studiert, was? Tja, leider nicht. Sonst hätte ich sie jetzt nicht vermasselt. Weißt du, wir sind öfter hier. Berufsrisiko. Wenn du willst, schaue ich mal wieder rein. Du kannst mich hier rauswerfen, wenn du keinen Bock hast. Haben Sie mich gesucht, Frau Doktor? Ich dachte, Sie wollten nur auf die Toilette, aber dann sagte mir die Schwester, dass Sie nach dem Mädchen geschaut haben. Ja, ich weiß, das war falsch. So redet man natürlich nicht mit einer Suizidgefährdeten. Sie haben recht. Das war doch gar nicht so schlecht. Sonst hätte ich dich auch nicht so lange mit ihr allein gelassen. Wo habt ihr denn so lange gesteckt? Psychologische Nachbehandlung einer Patientin. Unser Thorsten scheint darin nicht untalentiert. Ja, das kann ich mir denken. Du weißt doch, Mühe allein. Jetzt komm mir bloß nicht wieder mit deinem Scheiß-Feeling. Vielleicht sollte ich mich mal vormerken lassen, so ein Stündchen auf der Couch. Das hast du doch nicht nötig. Hast du auch wieder recht. Schon mal bei Florian Hamburg ein, oder soll ich deinen Job auch noch machen? Jetzt übernimm dich bloß nicht, den schaffe ich auch alleine. Florian Hamburg will in SAR 71, bitte kommen. Florian Hamburg hört SAR 71. Wir fliegen einsatzbereit zum Stütz. Okay, dann werden wir mal den Feierabend einläuten. Ich habe noch eine Menge vor heute. Amber Radar Medevac 7153, once back inside, request to leave. Hallo, Maren, hört ihr mich? Na klar, wir hören dich gut, Thorsten. Nee, hier ist Thomas, nicht Thorsten. Ach, entschuldige, es ist nur, weil der Nachfolger heißt Thorsten. Aha, verstehe. Ach, Tommy, du kriegst das bitte nicht in falschen Hals. Wir vermissen dich alle ganz schrecklich. Na, so schlimm kann's ja nicht sein. Oh, Tommy, ich hab deinen Umschlag bekommen. Du, das Bild von Nina ist ganz toll. Marvin, hörst du mich? Hallo? Hallo? Tommy. Tommy, Marvin. Hallo. Grüße. Tommy, falls du uns noch hörst, bitte melde dich, ja? Wir melden uns auch. Tschüss. Thorsten, kriegst du das jetzt auch nicht in falschen Hals? Es ist nur Thomas und ich, wir... Hey, ist schon okay. Das schafft auch nur unser Thomas, sich aus der Luft zu uns durchstellen zu lassen. Gut, dann ist für heute unwiderruflich Schluss. Kann ich dich vielleicht mitnehmen? Ja. Ist nett. Ich habe meiner Mutter nämlich versprochen, heute mal pünktlich zu Hause zu sein. Und noch zu Hause? Ja. Und es ist total bequem und kostet mich keinen Pfennig. Dafür mache ich mich natürlich auch im Haushalt nützlich. Ja, natürlich. Komm, steig ein. Feierabend.
Hallo Alex. Hallo Anton. Ist Maren noch drin? Nee, die ist schon weg, gerade eben. Fahr ich eben hinterher. Mach das. Ciao. Tschüss. Ihr seid ja eine richtige Großfamilie. Ich lebe mit meiner Mutter allein. Seit mehr als 10 Jahren schon. Entschuldigung, das wusste ich nicht. Wow, Sie müssen sich nicht entschuldigen. Mein Vater hat eben das gewisse Etwas. Meine Mutter macht eine Menge ehrenamtliche Arbeit. Heute hat sie sich Kinder eingeladen und veranstaltet eine Gartenparty. Wie der Bundespräsident. Jedenfalls, vielen Dank fürs Mitnehmen und für den ersten Tag, Frau Stabsärztin. Vergiss den Stabsatz. Ich bin Maren. Hm? Oh, wollen Sie nicht, ich meine, willst du nicht reinkommen? Ein andermal vielleicht. Tschüss, Thorsten. Tschüss. Grüß deine Mutter. Na, hast du schon wieder eine neue Freundin? Hallo, Mama. Das war Dr. Maybach, meine neue Chefin. Aha, und die bringt dich mit ihrem eigenen Auto nach Hause. Tja, du weißt doch, Frauen können mir nichts abschlagen. Ja, das weiß ich nur zu gut. Na komm, jetzt kann die Party richtig losgehen. Ja? Ah, Elke. Wieso? Naja, so optimal war das Wochenende ja wohl nicht. Das weiß ich selber. Natürlich ist es stressig. Ja, für uns beide. Was musst du dich reinfinden in alles? Ja, ich verstehe schon. Weißt du was? Wir machen einfach mal eine Pause. Ja, jeder nimmt sich die Zeit für sich, die er braucht. Nein, dein neuer Chef ist wirklich sehr nett. Okay, ich melde mich. Klar doch. Ja, mach's gut. Ja? Ich bin's. Kann ich dich mal eine Minute sprechen? Anton, was willst du? Ich würde gerne hochkommen. Ich dachte, das wäre klar zwischen uns. Ich kann jetzt nicht, ich habe große Wäsche. Maren! 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 Also gut, wenn du nicht aufmachen willst, soll es eben dein Nachbarn mitbekommen. Ich weiß ja nicht, wie ich es dir sagen soll, aber ich habe eingesehen, dass wir vielleicht doch nicht so gut zusammenpassen. Nur einen Wunsch hätte ich noch. Brauchst doch nicht zu antworten. Wenn du nur zum Zeichen der Vergebung vielleicht diese unschuldigen Blumen von mir nehmen würdest,